Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft Video am Start. Footdraft Gaming ist back am Start, ihr wisst es. Schaltet gerne täglich ein, 14 Uhr täglich neues Draft-Video. Ich hoffe, ihr seid dabei, Leute. Macht die 3 Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Und ja, täglich dabei sein, Leute, ne? Ihr wisst es doch. Bleibt bis zum Schluss dran. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Team of the Season ist. Heftige Spieler waren am Start. Es war ein krankes Draft, kann ich euch sagen, Leute. Wie immer, checkt noch gerne auf Spotify meine Songs aus. Till FIFA Gaming heißt ich doll, wäre nice. Einfach Songs anhören beim Zocken oder was auch immer. Am besten unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol, wie immer, einmal anmachen. Ganzen Tag durchpumpen, Alter. Von morgens bis abends, damit die Songs gepusht werden. Ich danke euch, wir starten ins Video. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen an. Till FIFA Gaming heiße ich dort oder auch Mr. B, ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Ja, das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. So, 3, 4, 2, 1. Baba-Formation. Baba-Formation. Und Baba-Captains schmeckt. Ronaldinho, Rivaldo. Geht keiner von denen ins linke Mittelfeld. Boah, Figo würde ins rechte Mittelfeld gehen. Digga, Alan Shearer auch noch für den Sturm. Vom Ding her wäre das besser. Warum? Guck mal, das check ich nicht. Figo ist rechter Flügel, geht rechts Mittelfeld. Ronaldinho, linker Flügel, geht nicht ins linke Mittelfeld. Rivaldo ebenfalls nicht. Ganz komische Sache. Ich weiß nicht warum. Ist irgendwie nur bei Figo, Alter. Beziehungsweise nur bei den rechten Flügelspielern. Die gehen manchmal ins rechts Mittelfeld. Aber links Flügel nie ins linke Mittelfeld. Also keine komische Sache. Wir nehmen Figo mit, weil rechts Mittelfeld gibt es meistens eher schwächere Spieler. Deswegen wir nehmen Figo mit. Figo ist okay. Komm, wir machen mal direkt die linke Seite hinterher. Ich hoffe, sieht gut aus. Vielleicht Zorn oder so. Let's go. Ah, shit. Na, war jetzt nicht so gut. Oh, Kostic, Alter. Boah. Digga, gibt doch 94er Team of the Season Kostic unnötig. Wen im Hudson oder mit Leute, wie immer, wenn ihr noch Bock habt, checkt noch gerne meinen Shop aus. Nice Designs, Orange, Blau, Rot, Grün in den 4 Farben gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe auch noch am Start. Handyhüllen, wie immer, Orange, Blau, Rot, Grün. Gerne abchecken. Gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Ich würde mich sehr freuen, danke euch. Für eure Unterstützung, 7 Chemie, saftig. Und wie immer, Leute, wisst es, checkt auch noch gerne meine Spotify-Songs aus, ja. Till FIFA Gaming heiße ich auf Spotify, Ginter, Piqué und Pepe. Gerne Till FIFA Gaming Spotify angeben, hört euch die Songs an beim Zocken oder was auch immer. Am besten unten rechts in der Ecke auf dieses Dauerschleife-Symbol einmal anklicken und dann hört den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht. Macht das Handy von mir aus auf leise, lasst den Song den ganzen Tag, ganze Nacht durchlaufen, damit der Song gepusht wird. Oder die Songs, mir egal welchen. Ich danke euch. Kuss auf Ohren. Nagen. Weiter geht's im Mittelfeld. Der hat dies gar nicht gut. Er hat dem hier bei Man of the Match. Oh, Parejo, 89, fast übersehen, Alter. Ja, gut, Parejo, ich sag mal so, Parejo hat die 5 Spieler nochmal irgendwie hier so im letzten Moment gerettet. Parejo mit, ohne Scheiß, voll übersehen, dass er 89er Inform hat. Parejo auch jedes Jahr immer richtig viele Informs. Er spielt immer richtig gut. Soyuncu gibt als 88er, trotzdem bitter, hätten sie echt mal rausrücken können hier. Schade, schade. Isgueros, 78, bester Spieler. Digga. Wenn der beste Spieler ist, Leute, ne, ihr wisst selber, der sagt schon alles. Kovacic. Ich habe das Gefühl, das ist okay, wir hätten nicht Figo mitnehmen sollen. Ich muss immer, wenn ich den ersten Spieler mitnehme, muss man irgendwie, ich weiß nicht warum, Alter, aber man muss irgendwie dann immer hier in der Ecke anfangen. Dann habe ich das Gefühl, bessere Spieler. Ich habe jetzt mal den hier mitgenommen und dann hier im linken Mittelfeld weitergemacht. Ihr seht, was dann passiert. Nehmt immer den ersten Spieler, die Icon mit und dann macht rechter Verteidiger oder halt rechter Innenverteidiger, wenn ihr keinen Rechtsverteidiger habt. Das ist, ich weiß nicht. Irgendwie, vielleicht ist auch jetzt nur Zufall, aber keine Ahnung, Alter. Das ist irgendwie so, ich habe es irgendwie so im Gefühl, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie ein bisschen schwächer. Wir nehmen Godin mit. Egal, immerhin dritter Team of the Season, Godin. Aber chemietechnisch, naja, bislang relativ schwach. Oh, Sommer, Digga, 94er Tots, Alter. Nice, sehr nice. Hatten wir nicht eben, warte mal. Wir hatten eben Ginter, ne? Warum habe ich eigentlich nicht Ginter mitgenommen? Ach ja, weil wir Piqué hatten. Boah, Ginter wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, Ter Stegen wäre nice, aber ja, komm, wir nehmen Jan Sommer mit, 94er. Kannst nicht liegen lassen, Alter. 94er Jan Sommer, Bruder, kannst nicht einfach so liegen lassen. Oh, Garincha, nice. Bernardo Silva, Messi, ja, wir nehmen Garincha mit. Zweite Icon-Karte ist in Ordnung. Nehmen wir mit.
Was soll der Geiz? Okay, die beiden sind jetzt nochmal wichtig. Wenn die beiden gut werden, sagen wir so, haben wir das Team noch ein bisschen gerettet. Wenn nicht, dann relativ schwach. Oh, Larsen, Digga. Erste Mal Larsen am Start als Icon. Digga, ich wusste, ohne Scheiß, ich wusste nicht mal mehr, dass es den Typ noch gibt. Ey, WTF. Den gibt's noch, Alter. Henrik Larsen. Digga, wir spielen nur Henrik Larsen, ey. Der war früher, da war der noch relativ stabil, weil es da noch nicht so viele Icons gab. Der war, glaube ich, schon von Beginn an dabei, FIFA 14. Aber ich wusste gar nicht mehr, dass, ey, ohne Scheiß, ich wusste nicht mehr, dass es den noch gibt im Draft. Beziehungsweise, dass es den überhaupt in FIFA noch gibt. Erste Mal, dass ich den hier am Start habe. Läuft, Alter, Larsen. Maschine hat zwar nur 90, naja, ich glaube, das war schon die beste Version. Erinnert mich ein bisschen an Zlatan Ibrahimovic vom Gesicht her. Von den Haaren nicht, aber vom Gesicht sieht er ähnlich, ein bisschen dem Zlatan ähnlich. Wenn er andere Haare hätte, so nach hinten wie der Zlatan, dann na, können wir dem Zlatan schon ähnlich sehen. Weiter geht's auf der linken Seite. Oh, Rivaldo, nice. Oh, Ronaldinho auch noch am Start. Oder halt Neymar als Player of the Month, League A, aber na gut. Ronaldinho ist Ronaldinho, Alter. Ist die vierte Icon. 92er Wertung, stabil. Aber wir nehmen Ronaldinho mit. Ey, wenn wir den jetzt hier nicht gehabt hätten, ist Squados. Digga, wenn es safe auf einer, je nachdem wie heftig er gewesen wäre, auf einer 93 mindestens. Wenn es richtig heftig gelaufen wäre, sogar auf einer 94er Bewertung. Aber naja, Isqueros muss eine 78er Rating haben. Korrekte Sache, Alter. Marquezin, ja, wieder Kostic als normale Karte. Digga, was? Och man, ey, es waren auch relativ schwache Karten jetzt, ne? Pereira. Marquezin ist zwar tots, aber Pereira bringt uns jetzt erstmal hier mehr. Oder auch gar nicht. Also, ich dachte, WTF, ich dachte, der bringt wenigstens ein bisschen Chemie mehr, aber naja, anscheinend nicht. Naja, so kommen wir auch nicht auf ein 93er Rating. Da reicht auch kein 87er aus. Oh, Digga, Mané, nice. 97er Team of the Mané, das ist wirklich nice. Das ist wirklich nice. Alex Telles und Serge Gnabry haben wir auch noch, aber Digga, Mané, können wir nicht liegen lassen. Hudson Odoi kommt erstmal raus, beziehungsweise kommt wieder rein, zack. Jawohl, 93. Nice, Alter, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, 93er Wertung. Ey, wenn die, ich sag mal so, wenn die drei jetzt noch alle gut werden, dann können, das sieht nicht gut aus. Das war's. Das war's. Ich wollte gerade sagen, dann könnten wir noch auf 94 hochkommen, aber das müsste es gewesen sein. Pizarro mit 34 Tempo. Maschine, Digga. Richtige Maschine. Caceres und Bernards. Bernard, bester Spieler, Alter. Letzten beiden Reservespieler. Das sieht nicht so schlecht aus, aber ist auch nicht so gut. Oh, Campos, Digga. Oh, Campos früher richtiges Talent gewesen. Dann so 2-3 Jahre ein bisschen abgetaucht. Der 93 Stärke, Alter. Okay, das ist auch 1,87 groß. Dann ein bisschen abgetaucht. Aber jetzt bei Sevilla ist er wieder okay am Start. Hat der 5 Sterne. Der hatte früher, glaube ich. Hat der nicht mal 5 Sterne. Entweder der hatte 5 Sterne Skills oder 5 Sterne schwacher Fuß. Da bin ich mir gerade sehr, sehr sicher. Weil deswegen habe ich ihn noch in Erinnerung, weil der 1 immer 5 Sterne hatte. Aber schwacher Fuß kann nicht auf 3 runtergegangen sein. Wenn schwacher Fuß jetzt 4 wäre, würde ich sagen, safe schwacher Fuß. Aber kann doch nicht auf 3, von 5 auf 3, das geht nicht, Digga. Spezialbewegung, dann muss der 5 Sterne Skills gehabt haben. Weil bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er mal irgendwann einen 5-Star Skills hatte. Und jetzt 4, das kann schon hinkommen. 5 Icons, nice. George Best bringt uns nicht viel. Rivaldo bringt uns auch nicht viel. Crespo Owen auch nicht. Gerard ist auch nicht so krass. Best hat halt 93, Gerard 91. Rivaldo bringt uns auch nichts. Nehmen wir Gerard mit, Alter. Fürs Mittelfeld immerhin besser als der Kollege Parejo und ein bisschen mehr Chemie. Warte mal, was wenn wir so machen? Bringt gar nichts, korrekt. Aber warte mal, so vielleicht? Ja, naja, wir lassen Godin erstmal drin. Das Ding ist mit Godin ist immer kritisch, Alter. Godin ist immer kritisch einzubauen, außer du hast Handanovic. Oh, Messi jetzt auch noch ein 97er, Digga. Mann, wir haben zu gute Spieler, ey. Aber, also wir haben zu gute Spieler immer auf den gleichen Positionen. Das ist eigentlich das Problem. Ich beschwere mich jetzt hier nicht über die guten Spieler. Aber dadurch, dass sie alle auf der gleichen Position so sind, bringt uns das nicht viel, Alter. Okay, der bringt jetzt 10 Chemie mehr. Also das können wir erstmal so machen. Nice Sache. Okay, fresh, Alter. 93er Wertung. Wir hätten wirklich das Ding hier auf 94 pushen können. Also zwischendurch. Am Ende wird wahrscheinlich jetzt 94 wird nicht möglich sein. Aber zwischendurch hätte das locker auf 94 sein können, weil die Spieler echt gut sind. Aber naja, kann man nichts machen. Eden Hazard haben wir noch. Gibt es auch noch higher rated, aber kriegen wir jetzt eh nicht besser. Und den könnten wir vielleicht gleich sogar gebrauchen für die linke Seite, weil man nicht so 100% Chemie abwirft. Nehmen wir mal Hazard mit. Was soll der Geiz? Weiter geht's mit Sosa, Agi und Laudrup. Sehr, sehr nice. Immer noch auf 93 Chemie.
gut, die bringen uns alle auch gar nichts. Sosa ist einfach der Beste, Digga. Sosa hat 92. Können sogar Sosa für Gerard einstellen, obwohl, na, wäre auch nicht so gut. Agi oder Laudrup? Komm, scheiß mal auf das eine Rating. Komm, Laudrup haben wir nicht ganz so oft am Start. Laudrup ist nicht ganz so oft dabei. Bringt immer einen Chemiepunkt mehr. Naja, machen wir's. Was soll's. Weiter geht's. Fly Icons, Alter. Richtig nice. 6 Icons. Nicht schlecht. Vielleicht jetzt die 7. Come on. Ja. Yep. Nice. Oh, Pires und Giggs. Fürs linke Mittelfeld nicht verkehrt. Müsste Mané natürlich raus. Aber das würde nochmal die Chemie pushen, Alter. Pires auch nicht so. Pires auch nicht so oft. Oh, scheiß. Pires nicht so oft bekommen dieses Jahr. Giggs am Anfang immer relativ häufig. Dann war eine Zeit lang irgendwie verschwunden. Jetzt ist er wieder da, ey. Was denn, wenn wir so machen? Bringt nichts, bringt gar nichts. Aber so vielleicht, bringt auch gar nichts. Digga, bringt einfach weniger als vorher, ey, Mist. Aber immer noch auf 93, ey. Jetzt kommt ein schwacher Spieler. Auch Mann, Juri, Digga, gibt's als 89er Tots. Wäre der wenigstens als 89er Tots gekommen, ey. Dann hätten wir es vielleicht auf 193 halten können. Oh, wir sind immer noch, ja, aber okay. Wäre Juri gekommen als Tots, Digga? Weil jetzt haben wir nochmal Mariano und Jordi Alba. Bitte, Alter, wenn Juri gekommen wäre, hätten wir das echt halten können hier. Oh, Mariano nehmen wir mit, das ist echt. Ach, schade, ey. Schade, schade, schade. Boah, jetzt haben wir auch noch 91er Oblak, ey. Ich glaube, dass, wenn mit Juri hätte das gereicht, ohne Scheiß. Neto wäre gut, der würde nämlich Dings linken, aber wir nehmen Oblak mit. Zack, so 95 Chemie. Boah, Alter, ich bin mir sicher, ohne Scheiß, dass mit Juri, wenn wir safe hier auf einer 93 geblieben, Alter, safe Sache. Aber ganz, ganz safe Sache. Was ist, warte mal, was ist, wenn wir Giggs, zack, hier so machen? Dann bringt gar nichts. Korrekte Sache. So bringt es auch nichts. Ronaldinho hierhin bringt auch nichts. Egal, wie wir es machen. Es bringt gar nichts, ey. Scheiße, Alter. Bringt gar nichts, ey. Mist. Ja, 6 Chemie kriegen wir nicht. Dann lass mal kurz gucken. Wer wenigstens hier noch ein bisschen Chemie bringt. Wie hatten wir das denn eben, ey? Ich weiß gar nicht mehr. Wie hatten wir das denn eben, ey? Gute Frage. Hey, die Digga, die bringen alle nichts. Hey, wir hatten es doch, wir haben es eben gemacht, ey. Shit, Alter, ich weiß nicht mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir auf eine 93 kommen, weil wenn wir jetzt nicht auf eine 93 kommen, dann ist eh scheißegal. Ein 192er hatten wir schon 1 Milliarde Mal gefühlt. Von daher, ich sag mal so, wenn es jetzt auf 93 nochmal hochgeht, dann könnten wir nochmal versuchen, hier rein zu sweaten. Oh, Bruder, Alter, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt müssen wir rein sweaten. Aber ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, wie wir es eben hatten, ohne Scheiß, ey. Ich habe keine Ahnung, wie wir es eben hatten. Weil irgendwie check ich es hier gerade nicht, ey. Naja, wir haben nämlich kaum Innenverteidiger. Mit Mariano bringt es auch nichts. Was ist, wenn wir das so machen hier? Zack. Jetzt sind wir auf 94. Digga, hä? Ich bin lost, ey. Ich weiß nicht, wie wir es eben gemacht haben. Wir müssen, glaube ich, Dings raustun, ne? Das kann sein. Wir packen erstmal hier den Mané raus. Zack, so. Und dann muss Mané ganz raus. Dann gibt es vielleicht eine Option. Aber ich glaube, 6 Chemie ist fast unmöglich, ey. Fast unmöglich. Oh, Digga, gut, die bringt 5. Dann sind wir auf 93. 97, sorry. Jetzt noch 3, Alter. Wir bräuchten halt mal einen passenden Innenverteidiger, haben wir aber nicht. Ah, das gibt nichts mehr, Leute. Schade, Alter. Schade, schade. Das gibt gar nichts mehr hier. Oh, Digga, mit Isquerdos, der Ehrenmann, ey. Ja, toll, ey. Ja gut, Leute, das kriegen wir nicht mehr hin hier auf 193 leider. Das war's auf jeden Fall. Ich schau mal gleich, wenn ich jetzt hier noch irgendwas rausholen kann, dann zeige ich es euch noch. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Das war's, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, Tiki einschalten. Macht die 3 Likes voll. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, Tiki einschalten. Ihr wisst Bescheid. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir schauen mal ganz kurz, welcher Manager hier am meisten Chemie bringt. Da haben wir auch noch so loste Manager, die fast gar nichts bringen hier. Oh mein Gott, Digga. Naja. Das war's, Leute. Checken und Shop aus. Nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün in 4 Farben. Kissen, Tassen, Tormodell. Nice LED-Lampen am Start. Handyhöhlen, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Alles am Start. Und gratis. Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Also gerne abchecken. Das war's. Macht's gut. Haut rein und ciao.